Hallo zusammen, ich habe hier einen Transcooler 25, der nicht funktioniert. Er hat kein Kältemittel mehr. Wir schauen uns jetzt das aus der Nähe an. Ja, wir sehen jetzt hier diesen Transcooler, das ist also ein Dampfhauskompressor oder Sekop-Kompressor BD220CL, Kondensator-Lüfter. Und hier habe ich ein Lecksuchgerät. Und wenn ich jetzt hier alles absuche, ihr hört das vielleicht, wie das pfeift. Und wenn ich hier an dieses Loch gehe, ja, ich bin jetzt ruhig. Fängt das Teil an zu blinken. Wir haben hier das Lecksuchgerät. Und hier habe ich ein Loch. Ganz schwach, aber ich habe eins. Was ist das für ein Loch? Hier hat der Kunde ein Loch gebohrt, hier hoch. Wir haben hier den Ablauf und die Elektrik und hier hat der Kunde ein Loch gebohrt. Wie auch hier drüben hat er ein Loch gebohrt. Und wenn wir das innen her anschauen, hat er hier eine Sonde eingezogen und hier eine Sonde. Und wenn ich jetzt wieder das Lecksuchgerät nehme und ich gehe hier dran, habe ich hier wieder ein Loch, genau hier bei dieser Öffnung. Das heißt, es wurde hier ein Loch reingebohrt und eine Kälteleitung getroffen. Ihr seht, hier drin hat es kein Kühlelement, das Kühlelement sitzt in der Rückwand. Ja, und es sitzt in der Rückwand und da führen die Leitungen durch. Und da wurde genau eine Kälteleitung getroffen. Ja, das ist dieser Transcooler 25. Mit Loch. Ja, und wir schauen jetzt, ob wir das Loch reparieren können. Ich wünsche euch einen schönen Tag.